Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Ramadan-Vlog. Heute Sonntag, Ramadan Tag 18. Ich nehme euch heute wieder mit durch den Tag. An alle meine nicht-muslimischen Zuschauer hier wünsche ich euch auf jeden Fall frohe Feiertage. Ich hoffe, ihr genießt die Zeit mit eurer Familie. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr euren Ostersonntag und Ostermontag so verbracht habt. Das würde mich auch interessieren. Bei uns ist es halt der alltägliche Ramadan-Tag. Papa macht hier viel im Garten gerade, baut hier ein Gewächshaus und so weiter. Da zeige ich euch ein paar Sachen. Ansonsten, heute kochen wir zu Hause, morgen sind wir eingeladen zum Essen, deswegen kann ich ja morgen schön in Ruhe das Video schneiden. Ich habe ja wirklich, ich habe es euch ja schon im letzten Vlog gesagt, ne? Also jeden Tag, 14 Tage lang habe ich ein Video hochgeladen. Das war echt, das war viel. Ich bin wirklich, wer mich nicht so kennt, ich bin eine sehr ehrgeizige Person und ich hatte mir eigentlich gar nicht vorgenommen, euch jeden Tag ein Video hochzuladen. Aber dann haben wir irgendwie begonnen und dann war ich sowas im Flow und irgendwie, aber dann habe ich doch gemerkt irgendwie, es wird ein bisschen kritisch, weil ihr müsst schon bedenken, dass ich jeden Tag zwischen 4 und 6, 7 Stunden an einem Videoschnitt sitze. Das ist schon viel Arbeit, die dahinter steckt und dann konnte ich euch dementsprechend auch nicht so von restlichen Tag mitnehmen. Ich konnte nicht rechtzeitig so starten eigentlich. Heute haben wir zum Beispiel super schön früh gestartet. Miriam macht hier gerade, sie hat schon ihren ersten Nachtisch gemacht. Dann macht sie jetzt gerade hier einen Käsekuchen, den polnischen Käsekuchen für morgen. Den nehmen wir mit zu unserem Besuch. Rezept findet ihr, kann ich euch nochmal verlinken, den polnischen Käsekuchen. Und ja, heute wird es eigentlich relativ polnisch lastig, würde ich sagen. Ich mache wieder eine rote Beete-Suppe. Die habt ihr schon öfters gesehen. Die mache ich heute, weil ich habe noch frische rote Beete da. Die muss ich aufbrauchen. Dann machen wir heute polnische Kroketten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es ist, also ich kenne es jetzt von meiner Kindheit, haben wir das nicht so oft gegessen. Meine Eltern haben das nicht so oft gemacht, aber immer wenn wir in Polen zu Besuch waren und so, gab es das schon öfters. Das ist eigentlich so ein bisschen so ein typisches, klassisches Silvesteressen oder Beilage oder so. Aber ich dachte, ich mache das mal heute, weil die Kinder haben das noch nie gegessen. Deswegen dachte ich, ich mache es den. Ich mache so wieder mal meine eigene Variante. Also das sind eigentlich so gefüllte, manche sagen so Palatschinken oder Pfannkuchen. Und die sind dann nochmal in Ei gewälzt und Paniermehl und werden dann angebraten. Ich weiß nicht, ob es so etwas Ähnliches auch im Deutschen gibt. Könnt ihr mir mal gerne schreiben. Ne? Es gibt ja viele Sachen, die sich sehr ähneln. Aber ich kenne das halt eben aus Polen so. Und dann ist die Füllung entweder mit Hackfleisch oder zum Beispiel Sauerkraut und Pilzen. Ich mache natürlich wieder meine eigene Methode, weil ich finde die Kombi aus Hackfleisch, Sauerkraut und Pilzen irgendwie am leckersten. Deswegen mache ich diese Füllung. Ich glaube, ich mache diesmal ein Coleslaw-Salat, also wieder ein Krautsalat, aber aus dem Thermomix. Den wollte ich nämlich einfach mal ausprobieren. Ich habe jetzt auch die letzten Tage, die ich euch nicht mitgenommen habe, habe ich auch eigentlich voll viel aus dem Thermomix gemacht, weil ich finde da immer so experimentieren. Also ich probiere sehr gerne die Rezepte da aus. Da hatte ich letztens auch einen mallorquinischen Orangen-Mandelkuchen gemacht. Der war auch richtig lecker. Deswegen dachte ich, ich mache den Coleslaw aus dem Thermomix. Also morgen sind wir zum Besuch da. Also heute, wenn ihr das Video seht, sind wir zum Besuch da. Und am Dienstag haben wir inshallah Besuch. Deswegen kriegt ihr dann wieder, dann am Mittwoch dann inshallah wieder ein Video. Also am besten, ihr aktiviert die Benachrichtigungsglocke. Ja, dann kriegt ihr nämlich eben eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video hochgeladen wird. Also ihr bekommt jetzt nicht mehr jeden Tag ein Video, aber vielleicht jeden zweiten, jeden dritten. Mal schauen, je nachdem. Deswegen ist es praktisch, wenn ihr die Benachrichtigungsglocke aktiviert, dann wisst ihr immer, wenn ein neues Video online geht. Ja, und für die, die gefragt haben, wir haben ja dann, ihr habt ja von den letzten Jahren, wenn ihr immer unsere Videos guckt, dann wisst ihr das, wir haben ja dann immer unseren Ramadan-Feiertag. Also nach dem Monat, Fastenmonat Ramadan, haben wir danach 3 Feiertage, und zwar die Ramadan-Feiertage. Manche nennen es Zuckerfest, aber es ist nicht Zuckerfest, sondern es ist das Ramadan-Fest. Und dann haben wir ja noch unser Opferfest. Also wir haben im Jahr 2 große muslimische Feiertage. Das ist einmal das Ramadanfest und einmal das Opferfest. Meriem macht uns heute wieder Nachtisch, und zwar leckeres Glasdessert. Wir haben diesmal Vollkornkekse genommen, weil überall Lotuskekse ausverkauft sind. Ich weiß nicht, was los ist, aber anscheinend kaufen alle Lotuskekse. Deswegen gibt es heute mit Butterkeksen wieder mit so einer schönen Mascarpone-Sahne-Quarkcreme und ein paar frische Früchte. Alles schön im Glas, geht super schnell, schmeckt mega lecker. Mary macht das ganz besonders gut. Sie ist darin sehr, sehr gut. Sie macht super schöne Glasdesserts.
Aber was wird das? Das wird ein Gewächshaus, oder? Das ist das Gestell für das Gewächshaus. Für unsere Pflanzen und Gemüse und alle anderen Sachen. Was wieder hier lang? Takey? Ist das Frischhaltefolie? Mhm. Also so eine riesen Frischhaltefolie hast du? Ja, industrisch. Ne? Mhm. Oh Mann, ey, Gewächshaus im Wohnzimmer. Ja. Was machst du da eigentlich? Ich mache die Eierschein klein. Das ist Dünger für die Pflanzen. So, Herr Demes hat hier jetzt seinen Arbeitsplatz aufgebaut. Was willst du hier? Was machst du jetzt hier? Bei dem wunderschönen Wetter? Ja, die Setzlinge. Setzlinge. Bist du nicht eigentlich zu spät dafür? Nein, ist eigentlich noch ein bisschen noch Zeit. Ja? Ja, ist ja noch ein bisschen kalt noch. Man wartet ja eigentlich auch. Sonst sind die Pflanzen nachher zu groß zu Hause und dann hast du keinen Platz. Mm. Weil das geht ja danach richtig schnell und dann, wenn die richtig große Pflanzen sind, was willst du mit den ganzen großen Pflanzen in der Wohnung? Mm. Wenn du Platz hast, was anderes. Ja. Jetzt haben wir das Gewächshaus gemacht, aber das Dach ist noch nicht fertig. Normalerweise hätte ich jetzt da angefangen. Und da hätten wir Platz gehabt. Ja. Na, dann nächstes Jahr, inshallah. Ich bereite jetzt schon mal alles für die polnischen Kroketten zu. Ich muss mal Dings, weil Kroketten sind eigentlich diese, ne, im Deutschen diese Kartoffelkroketten halt, ne, aber naja, gut. So, hier ist der Crepe-Teig oder Pfannkuchenteig. Der ist schon mal vorbereitet, den habe ich im Thermomix gemacht. Der kann noch mal kurz eine halbe Stunde ruhen, dann werden die einfach ausgebacken. Für die Füllung, das ist jetzt meine Combination aus eben Hackfleisch, Zwiebeln brate ich alles schön an, dann brate ich braune Champignons mit an und dann tue ich Sauerkraut mit rein. Das ist jetzt eins ohne Weißwein, da müssten die Muslime unter euch mal gucken. Manche sind mit Weißwein, aber es gibt auch viele ohne. Und dann eventuell, oder ihr macht statt Pilze eben getrocknete Pilze, vielleicht gebe ich noch ein paar davon rein. Das sind jetzt Pilze von meiner Mama aus Polen, die hat sie selbst gesammelt und selbst getrocknet. Das gibt nochmal ein intensiveres Pilzaroma, aber ich glaube, ich lasse es heute so mit den braunen Champignons, da ja Hackfleisch mit dabei ist. Ansonsten könnt ihr nur Sauerkraut machen und dann empfiehlt sich solche getrockneten Pilze, könnt ihr solche Steinpilze verwenden. Und halt nur damit machen. Oder ihr macht zum Beispiel nur Hackfleisch und Zwiebelfüllung. Geht alles. Das wird alles schön angebraten. Sauerkraut quetsche ich nochmal aus. Und das kommt dann auch und wird mit gedünstet. Und Gewürze zeige ich euch gleich. Das unten so machen, sonst geht's an.
Das Essen wird gefilmt, nicht ich. Achso, okay. Ja? Ist fertig? Zeig mal her. Na, das gucken wir uns doch mal an hier. Das ist jetzt ein Gewächshaus mitten im Wohnzimmer. Ach, Hikmet. Ach, Hikmet. Wozu hast du draußen ein Gewächshaus gebaut? Toll, ne? Toll, wundervoll. Wie lange steht das Ding jetzt hier zu Hause? Ein Monat. Ein Monat. Naja, okay. Damit kann ich leben mit einem Monat. Ein Monat und ein paar zerquetschte. Ein Monat, ein paar zerquetschte kann ich aushalten. Ja. Und, gefällt's dir? Wunderschön. Hat so hübsch gemacht. Das ist alles von Material, was man eigentlich als Müll bezeichnen kann. Wundervoll. Das gut. Macht ja, ja. Alles klar. So, da ist der Käsekuchen für morgen drin. Man das? So, Ahmed, wie sieht's hier aus? Können wir jetzt das Sauerkraut dazu geben? Ich würde ja sagen. Zeig mal her. Ja, jetzt können wir das Sauerkraut noch mit anspitzen. Und dann würzen wir schon mal. Ganz wichtiges Gewürz in der polnischen Küche ist der Majoran. Davon hauen wir was rein. Richtig, so. Und dann habe ich auch hier, ihr könnt normalen Pfeffer nehmen, ich nehme normalen Pfeffer und ich habe hier noch so eine polnische Pfeffermischung. Da sind noch so ein paar andere Sachen drin, der ist jetzt nicht so scharf, also es ist halt so eine polnische Pfeffermischung. Normales Pfeffer mit rein, auch nicht zu wenig, das schmeckt gut mit viel Pfeffer. Und dann natürlich Salz. Salze. Salz muss ja natürlich auch haben. So. Man könnte jetzt auch noch Pimentkörner, Lorbeer und sowas mit reingeben, aber ich lasse es jetzt mal ein bisschen schlicht. Ist auch noch ein bisschen mit anschmoren. Ich mache da noch so ein bisschen Deckel drauf, lasse es so einfach mal 20 Minütchen bei niedriger Stufe ein bisschen schmoren, dass der Sauerkraut auch ein bisschen weich wird. Einfach abgedeckt bei niedriger Stufe, schalten wir jetzt auch runter, ein bisschen schmoren lassen. In der Zeit machen wir jetzt die Pfannkuchen. Die rote Beete-Suppe habt ihr ja jetzt schon öfters hier bei mir gesehen. Ich zeige euch nochmal schnell die Zutaten. Ich habe hier Kartoffeln klein gewürfelt, etwas Porree. Dann haben wir hier Knollensellerie, Stangensellerie, Karotten und natürlich die frische rote Beete. Das Ganze wird jetzt einfach mit Wasser weich gekocht.
und dann zeige ich euch später die nächsten Schritte. So, wir haben jetzt einmal Coleslaw im Thermomix gemacht. Ist ja auch praktisch, muss man eben nicht alles klein schnippeln. Der hat halt alles klein gehäckselt. Wir machen jetzt nochmal eine zweite Portion, weil das ist ein bisschen wenig. Sieht gut aus. Ja, ist aber auch praktisch, wenn es schnell gehen muss und man keine Zeit hat zum Schnibbeln. Fertig ist der Coleslaw aus dem Thermomix. Miriam, ich mache dir eine nach und dann kannst du die... Eine vor. Eine vor und du machst die nach. Genau, so rum. Ja. Ich mache vor, du machst nach. Also, du hast hier deine dein Pfannkuchen. Da machst du so, eigentlich so ähnlich wie Sarma. Nur, dass wir hier das schön einschlagen. Jetzt ruhig ein bisschen hier mehr. Und hier können die ruhig dicker sein, aber hier halt ein bisschen so. Genau, so. So, also so ist die Dicke eigentlich noch besser. Die sollen nicht so dünn sein, sondern die sollen schon eher breiter sein. Also so ist ideal. Ja, siehst du, haben wir genau 20 Stück. Ja, mehr brauchen wir nicht. Vielleicht nur 20 Stück. Kann man da ein Pide rein? Ja, das kann man. Eine Nachmittag kannst du ein Pide reinmachen. Lecker. In die Suppe habe ich jetzt noch frische Petersilie reingegeben. Jetzt kommt zum Schluss, wenn das Gemüse weich ist, ein Schuss Essig. Ich habe jetzt hier so Balsamico-Essig. Könnt ihr aber auch Apfelessig nehmen. Und dann nochmal zum Schluss einen kleinen Klecks Sahne. Also wirklich so ein Klecksi-Klecks. Und fertig ist die rote Beete-Suppe. Quatsch, ich habe ja gar nicht gewürzt. Ja. Die ist noch gar nicht fertig. Voll vergessen zu würzen. Salz natürlich. Ich habe auch ein bisschen von meiner selbstgemachten Gemüsebrühe noch mit reingegeben gehabt. Und Pfeffer. Jetzt ist sie fertig. Heute machen wir mal ein Getränk. Sonst trinken wir eigentlich immer nur Wasser. Versuchen jetzt so schlechte Getränke zu vermeiden, aber wir machen uns jetzt ein Ikea-Getränk und zwar diese Preiselbeer-Getränk, was es auch bei Ikea gibt. Also dieser Sirup ist halt von Ikea, schmeckt super lecker und geht schnell. Einfach Mineralwasser und was von dem Sirup rein. Schwaches Kind. Sorry. Bisschen trainieren hier. Willst du noch mal wieder mal Wasser rein? Oder reicht 2 Liter? Meister. So süß muss es ja nicht sein. Jetzt ganz einfach, easy step, play wish, nehmt ihr einfach den gefüllten Crepe
So, einmal in Ei und dann einmal in Paniermehl wälzen. So, und dann kommt es gleich in die Pfanne. Ei habe ich einfach nur verquirlt und so ein bisschen Salz reingemacht. Mehr nicht. Paniermehl, könntet auch Panko-Mehl nehmen, aber ich finde Panko-Mehl, das zieht immer so viel Fett. Jetzt einfach in Öl. Ah, ist noch nicht ganz so heiß. Ich glaube, geht schon. Doch, geht schon. Ich glaube, 3 sind ideal. Ja. Einfach nur von beiden Seiten, bis es kross ist, ausbacken. Da muss ja jetzt nichts mehr in Garn oder sowas. Ja, schnell den anderen noch. Ist genau was für dich, wa? Ja. Frittierte Sachen sind eh immer gut. So, ich zeig euch mal, wie das Ganze von innen aussieht. Auch richtig schön cross. Yummy. Das ist wie ein Schnitzel. Ja, immer. Das sieht aus wie ein gefülltes Schnitzel. Ja, das ist doch nicht. So, Mike Musa macht jetzt den Taste-Test. Er isst zum ersten Mal diese polnische Kroketten. Also, ich bin zufrieden, wie ich die gemacht habe, außer normalerweise müsste da mehr Füllung drin sein. Also es ist ein bisschen wenig Füllung, aber unsere Crepes sind sehr dünn geworden, deswegen verhältnismäßig passt es gut. Aber eigentlich, normalerweise sind die so ein bisschen dicker und praller gefüllt. Also falls ihr das nachmacht, macht es auch so. Aber unsere Crepes sind sehr, sehr dünn, von daher passt das gut. Also ich bin jetzt sehr gespannt auf deine kritische Meinung. Ja, so, ihr seht schon. So, also es ist eigentlich so verhältnismäßig von Crepe zu Füllung gut, aber eigentlich ist es so ein bisschen dicker, runder. Also so kenne ich das von früher. Vielleicht es schmeckt besser. Sehr gut. Mhm. Ist außen knusprig, ja. Innen weich. Mhm. Also dieses Crepe hier. Ja. Und dann halt Fleischfüllung. Schmeckt sehr gut. Ja. Und schmeckt gut. Okay, Punkte? 10. 9,5. Aber doch, aber halbe noch. Okay. Es könnte ein bisschen mehr Füllung drin sein. Ja? Ja. Okay. Danke für deine ehrliche Kritik. Afedosen. Also, wir lassen uns jetzt unser leckeres Glasdessert schmecken. Die sehen immer so schön aus, die gehen super schnell. Ich glaube, jeder macht gerade im Ramadan diese Glasdesserts, weil überall Lotuskekse ausverkauft sind. Aber wir müssen mal zu Kaufland fahren, weil da gibt es auch diese nachgemachten. Hm. Die sind auch günstiger. Karamellkekse. Ja. Ja, wir lassen uns Tipp das. Hä? Ein Tipp? Ich habe einen Tipp bekommen für die. Für die was? Du kannst auch diese Ölkernkekse benutzen. Die sollen richtig gut schmecken. Ölkernkekse? Finger. Ja, aber das sind auch Butterkekse. Aber Lotuskekse ist ja nur, dass die Karamellgeschmack haben. Ja? Diese Fingers? Ha, okay. Habt ihr gehört? Geheimtipp. Die türkischen. Butterkekse, das sind so Fingerkekse. Fingers? Fingers? Fingerskekse. Von Ülker. Also, wir machen wieder Schluss für den heutigen Tag. Ich glaube, wir sehen uns dann, inshallah, am Mittwoch wieder. Falls ihr die anderen Ramadan-Vlogs noch nicht gesehen habt, dann findet ihr die hier irgendwo, rechts oder links. Ich vergesse es immer. Hier. Links. Hier findet ihr die anderen Ramadan-Vlogs. Schaut da gerne vorbei. Ansonsten könnt ihr hier den Kanal abonnieren, denn ich habe gesehen in meiner Statistik, dass 63% von euch, die diese Videos schauen, gar nicht den Kanal abonniert haben. Das geht mal gar nicht. Ich verbiete es. Wenn ihr den Kanal nicht abonniert habt, dann guckt auch keine Videos. Sehr gerne ein Abo dalassen. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Oh. Das ist so lecker. Chai, ist immer dürfte. Mit Erdbeeren am besten.